Liebe von hier ist euer Steinwallen und wir sind wieder bei Reigns, Her Majesty. Das letzte Mal mit Beate ging es zwar relativ schnell, aber wir haben die Allmutter wieder getroffen, wir haben uns duelliert und so weiter. Das war alles sehr, sehr wichtig. Und jetzt schauen wir mal, jetzt ist Rachel wieder dran. Das müsste Rachel die zweite sein und sie ist Waage. Und jetzt gucken wir mal, unter welchem Motto möglicherweise Waage steht. Wenn dieses Memento Mori uns wirklich so ein bisschen das Thema sagt. Die Hochzeitsfeierlichkeiten von Königin Rache beenden eine Periode nationaler Befürchtung. Es gibt kein Memento Mori für unsere Vorgängerin. Was ist da los? Merkwürdig. Können wir die Wäsche nicht irgendwann anders im Fluss waschen statt im Frühling? Sie ist sauber genug. Nein. Keine Widerrede. Dame Melusine, ein unbedeutender Herzog, hat sich unhöflich über das Weingut meiner Familie geäußert. Tadelt ihn in meinem Namen. Ja, das machen wir. Hoheit, wir könnten euren Untertanen erlauben, sich den Palast von innen anzusehen gegen Bezahlung. Wollen wir das? Sie bleibt draußen. Eine skandalträchtige Frau aus dem Osten erpresst mich und bedroht meinen guten Namen. Bitte zahlt, was sie fordert. Sir Drevius. Wollen wir das machen? Ja. So, noch kein Erbe für den König. Das könnte an einer Sünde eurerseits liegen. Spendet besser großzügig an die Kirche. Wir machen das mal. Vielleicht kriegen wir auf die Art und Weise ein Erben. Entspricht ja zwar ein bisschen, widerspricht ein bisschen der Intuition, aber egal. Oh mein Gott, das war viel Geld. Einer unserer Herzöge wurde im Osten nackt in einem Weinfass erwischt. Und der König hat gezahlt, um es zu vertuschen. Ist ja krass, oder ich habe gezahlt. Ich habe gezahlt. Die Mädels sind entzückt, von eurer Rolle bei dem Skandal zu erfahren. Toll. Wo habt ihr all diese Gegenstände? Sie gehörten meiner verstorbenen Frau. Das ist ein Spiel. Nein, Erbschaft. Ein Fußsoldat, der mir jahrelang gut gedient hat, braucht eine Braut. Ihr könntet ihm doch eure Zofe schicken. Wollen wir das machen? Ja. Oh Gott, das Volk findet das auch das gut. Schon wieder unverständlich für mich. Die Leute verehren euch. Meine Königin, ist euch hier in den Sinn gekommen, dass so viel Liebe gefährlich sein könnte? Ja, schon möglich. Nein, das geht immer noch hoch. Eure Zofe ist fort. Sollen wir ein anderes Mädchen suchen, das hier eure treue Begleiterin wird? Ich hoffe, wenn ich Nein sage, dass dann das Volk es schlecht findet. Ja, okay, wir haben uns ein bisschen gerettet. Ich meine ja nur, es wäre doch gerechter, alle Adelsfamilien zu eurem Bankett einzuladen, nicht nur die Reichen. Nein, das machen wir nicht. Diese Frau gab vor, ihre eigene Zwillingsschwester zu sein, um von deren Mann Geschenke zu erhalten. Ist das illegal? Ja, das ist illegal. Oh, aber schlecht für die Kasse. Richter Drevius entscheidet, dass das Zwillingsschwester-Anrecht nicht für erzwungene und erschlichene Geschenke gilt. Thomas. Himmlisches Zauberbuch, das funktioniert jetzt nicht mehr. Aber wir streicheln, das findet das Volk ja nicht. Wie? Streicheln bringt jetzt was? Verdammt. Soll ich mit einem Ritus die Liebe an euren Hof einladen? Ah, es ist die Zeit der Waage und alles könnte passieren. Aha, die Zeit der Waage ist... Nee, was soll das denn heißen? In der Zeit der Waage kann alles passieren? Klingt spaßig. Ich liebe eine Händlerin, die mein Interesse für Himmels und Maschinen teilt, aber der Kardinal duldet das nicht. Haltet es geheim. Ein Feuer hat einen angesehenen Stall zerstört. Wollt ihr den Besitzern euer finanzielles Mitgefühl ausdrücken? Nein, das wollen wir nicht. Wir Akolytinnen brauchen Stille für unsere geweihten Rituale. Baut ihr mir einen Turm in eurem Palast? Wir haben leider das Geld nicht. Tut mir leid, nein. Das Gottvertrauen der Königin sollte der Nation ein Beispiel sein. Ich rate euch, mehr Frömmigkeit zu zeigen. Einverstanden. Wir legen viel Wert auf die Ausbildung von Frauen. Meint ihr, wir könnten... Ja, das können wir. Als Nonne bin ich stolz, ein bescheidenes Leben zu führen, aber gegen etwas Geld teile ich ein Geheimnis der Kirche. Ja, dann sagt sie mir, glaube ich, wieder, dass der Kardinal irgendwas vorhat. Deswegen, nein, danke. Oh, verdammt. Aber wir brauchen Macht jetzt. Der Wein der Kirche ist zu teuer. Kaufen wir einfach bei örtlichen Weingütern. Das ist besser für alle. Ja, das machen wir. Ich habe immer gedacht, ich suche mir eine neue, wenn ihr alt werdet. Aber allmählich finde ich eure Falten würdevoll. Wie bitte? Nach
Wir sind jetzt vielleicht 35 oder so. Charmant. Nach Jahren des Krieges sind unsere Kassen leer. Ich empfehle, historische Relikte an ausländische Museen zu verkaufen. Das, verdammt. Das könnte, nein, das machen wir mal nicht. Es heißt, der König der Nordwestinsel besucht uns mit seiner geheimnisvollen Gattin. Werdet ihr sie begrüßen? Vielleicht ist das hier. Empfangt ein Nachbarland. Ja, wir werden das tun. Die, ja, tatsächlich. Es war's. Die Freundliche. Doppeltes Königspaar. Wir bekommen neue Karten. Octavia ist hier. Ihr seid so schön, wie man sagt. Leisten wir zwei Königinnen einander Gesellschaft, während unsere Männer verhandeln. Das ist so ein traditionelles Frauenbild, was hier vertreten wird. Da sagen wir mal direkt nein. Majestät, schreibt ihr jeder Adelsfamilie und dankt ihr für eure Unterstützung. Es sind nur um die 200. Machen wir nicht. Nein, das Geld. Oh Gott, verdammt. Wieso? Wieso ist das? Nein, kostet Geld. Ich verstehe es nicht. Bitte unterhalte die Königin des Nordwestens, während wir Männer verhandeln. Stimmt allem zu, worum sie euch bittet. Urk. Teilt eure Ernte mit uns. Schlagt das bitte eurem Mann vor, werte Freundin. Ja? Was sind denn das für Aktionen jetzt? Das ist jetzt die Frage. Was kostet jetzt Geld? Ja, kostet bestimmt Geld. Nein. Sehr gut. Unser Tempel im Wald wurde von der Kirche zerstört. Widersetzt euch Kardinal Browning und helft uns beim Wiederaufbau. Nein. Oh, verdammt. Verdammt! Das habe ich jetzt nicht die Schwäche, die Macht hier. Richtig eingeschätzt. Die Schwäche des Königshauses ist unser Untergang. Wir hätten nie eine fremde Königin wählen dürfen. Was können wir jetzt tun? Wir versuchen es mal mit dem Parfum. Nein, verdammt. Ja. Tut mir leid. Dame Melusine. Pistole vielleicht? Auch das bringt nichts. Okay, Leute. Es ist zu Ende. Mit Rachel. Aber immerhin, wir haben eine... Warte mal, das kennen wir auch noch nicht. Die Stadt wird geplündert. Für den Frieden heiratet ihr einen General der Invasoren. Er wird euch nie verstehen. Oh, schaut mal. Sie weint bei einer Kerze. Aber sie hat 28 Jahre regiert. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Damit ist sie tatsächlich auf Nummer 3 gerückt. Kann das sein? Tatsächlich. Wow. Okay. Wir haben immerhin schon 22 von 42 Ziele erfüllt. 9 von 26 Tote, meine ich. Und schon ziemlich viele getroffen Charaktere. Nun gut. Und wir sind wieder ein bisschen vorangekommen. Und können mal ganz kurz schauen, was eigentlich jetzt als nächste Aufgabe hier auf uns wartet. Erstmal Marielle wartet. Auch ein schöner Name, wie ich finde. Und wir müssen die Hexe rekrutieren. Haben wir die nicht schon... Wir haben die doch schon verurteilt. Ach du Schreck. Ich hoffe, sie ist überhaupt noch da. Nun gut. Wie immer lasse ich noch ein paar Minuten laufen aus Spoiler... aus Spoilerschutzgründen. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe ja, dass wir beim nächsten Mal mit Marielle wieder ins Labyrinth kommen, um mit der Allmutter sprechen zu können. Mal sehen. Also bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.